Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Wir starten ein Raumfahrtprogramm nach dem anderen und haben jetzt uns zum Pluto vorgearbeitet. Das waren jetzt alle, ich sag mal, unabhängigen Himmelskörper. Wenn man vielleicht von Asteroiden absieht, so ein Kram. Dann würden wir jetzt, gut, Mond ist jetzt ein bisschen unspektakulär, aber da werde ich auch nochmal Programme starten. Eine Mondsonde. Mondsonde. Die geht sogar recht schnell dann. Ist ja nur der Mond. Ist nichts, was Jahrzehnte dauert, wie andere Sachen. Das ist echt krass, die dauern teilweise wirklich Jahrzehnte, die Programme. Ist die Frage, ob wir überhaupt das so lange durchhalten. Dass wir die noch sehen, wie die beendet werden. Startdatum. So. Kein Fehlschlagsrisiko, so soll das sein. Dann gehen wir mal zum nächsten über. So, dann suchen wir uns wieder den Mond raus. Mond. So. Hallo Schloti. Für YouTube kannst du doch eine Folge machen und sagen, du hast alle Projekte für jeden Planeten und Mond gemacht. Also schon zeigen, welche Namen die Planeten und so haben und was dort für Projekte möglich sind, aber nicht unbedingt Spannung drin, wenn man nur sieht, wie du die Planung machst. Nur ein Vorschlag ist natürlich dir überlassen. Ja, ich meine, die ganzen Sachen, es passieren ja auch Sachen im Hintergrund jetzt, während ich das mache. Ich lasse ja die ganze Zeit voll verstreichen. Und außerdem ist es halt für mich nicht eine Option, zeitlich gesehen, da jetzt zu schneiden, wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge rausbringen will. So eine Weltraumsonde auf dem Mond, die landen soll. Starten wir auch mal. So. Na, dann müssen wir ins nächste Jahr rüber. Für den Januar. Damit wir 0% Fehlschlagsrisiko haben. Bestätigen. So. So, Mond. Mond war hier. Und Roboter. Mondroboter. Mondrobo. So. Boah, wie viele das einfach schon sind mittlerweile. Startdatum. Müssen wir wieder ins nächste Jahr rübergehen, ne? Ja. Machen wir es im Januar. So. Bestätigen. Das war der Motorroboter. Stimmt wohl, die Zeit verstreicht schon ein wenig. Ich dachte nur, es wäre irgendwie einfacher für eine Folge, dies zusammenzufassen. Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht jeder spannend findet, dem hier so zuzusehen. Wie das so, wie ich so alles einstelle und sowas. Und da kommt halt einerseits der Faktor auch rein, dass ich dann auch noch selbst... Moment. Dass halt das viel Arbeit ist, das so einzurichten. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, ich bin selbst nicht so ein Typ, der gerne zusammengeschnittene Videos schaut. Ich schaue am liebsten halt Sachen, wo man halt alles am Stück sieht.
Deswegen habe ich persönlich auch nicht so viel Interesse, selbst die Videos so zusammenzuschneiden. Nein. Wo habe ich denn hier hingeklickt? Hier wollte ich hin. So, 9% Fehlschlagsrisiko. Das waren die Proben vom Mond. Und dann waren wir beim Mond hier. Und dann gibt es hier noch diese, ne, den Roboter und die Proben. Mond, Robo und Proben. So. So, das war das. Wann war nochmal das mit der Trägerrakete? Davon hängt ja jetzt einiges ab. Hier die mittlere Trägerrakete. Die startet im Dezember 91. Okay, das ist bald. Sollte keine Kritik sein. Es ist ein Haufen Arbeit, alles einzustellen und Folgen aufzunehmen. Mach alles gut noch wieder. So, okay, ja gut. Habe ich jetzt auch nicht so als... Also meine Kritik ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Wir haben gestern einen Euro bekommen. Wusstest du das? Ja, Restinator hat vorhin was gespendet. Das habe ich mitbekommen. Das war, glaube ich, ein Euro. So, Mond. Habe ich das jetzt gemacht hier? Genau, das habe ich. Okay. Die anderen Sachen, die brauchen wieder andere Technologie, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Das haben wir noch nicht alles. Dann Titan. Das ist ein anderer Mond. Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, von welchem Himmelskörper. Oh, das ist schon wieder... Ja, ist wieder wegen der Stromknappheit, ne? Ja, aber wir kommen dem Ziel näher. Wo waren wir denn? Titan. Titan. Sonde. So. Anlegen. So. Welche Tutorials fehlen denn noch? Tutorials? Weiß ich nicht, was du damit genau meinst. Ach so, das habe ich noch nicht richtig gestartet. So. So. Bestätigen. So. Oh, okay, das will ich mir nicht anschauen. Ein bisschen unspektakulär, wenn man das ein paar Mal gesehen hat. So, dann muss ich noch irgendwas fertig machen. Wegen dem Titan, genau. Kein Fehlschlagrisiko, dann können wir das direkt starten. So, nächstes Programm. Und, so. Titan, Landung. So. Na, bin so weit gescrollt. Da müssen wir wieder. Da muss man auch wieder auf das Fenster achten. Geht dieser Bereich? Nee. Dann müssen wir auf den Juli stellen. Den Juli, den 29. So.
Bestätigen. So, das war die Landung auf Titan. Oh, ich sehe schon wieder so viele Nachrichten. Grrr. So, weiter geht's. Weltraumforschung. Programm initiieren. Wir waren bei Titan. Sind wir auch jetzt langsam über der Hälfte? Aber was heißt langsam? Wir sind schon über der Hälfte. Erkundungsroboter. Titan-Robo. So. Neu anlegen. Das ist halt so viel Rumscrollarbeit mittlerweile. Huch, okay, das wird jetzt wieder hier nicht angezeigt, sondern irgendwo anders. Wo wird das denn jetzt aufgelistet? Da. Warum auch das immer das woanders angezeigt wird. Das verstehe ich nicht. So. Wenn ich da wieder auf den Januar gehe, ist wieder außerhalb vom Fenster, genau. Wie war das? Juli? Genau, Juli war das. Der 29. So, bestätigen. So, weiter geht's. Titan. Proben. Titan proben. So. Erziehung. Das passt, kein Fehlschlagrisiko. Geht klar. So. Und nächstes. Titan. Titan. Roboter und Proben. Titan, Robo und Proben. So. So. Und dann einfach bestätigen, genau, das war's schon. So, das war der Titan. Weg mit den Nachrichten. Und dann Weltraumforschung. Jetzt machen die anderen Staaten natürlich auch wieder ihre eigenen Programme von der gleichen Art, aber ich habe den Eindruck, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, brauchen die viel länger als wir. Nicht nur Titan, aber mit fertig. Phobos. Auch wieder ein Mond. Ich weiß leider nicht von was. Ich glaube, da war ein erfolgreiches Programm gerade. Und zwar das Weltraumteleskop. Wir haben ein Weltraumteleskop. So. Ja, es ist wieder das Gleiche. So, okay, jetzt eine Phobos-Sonde. Phobos-Sonde. So. Anlegen.
So. Und können wir direkt bestätigen. Und weiter geht's. Wir waren bei Phobos. Phobos. Huch. Schon wieder irgendein Programm erfolgreich gewesen. Der lange Aufenthalt auf der Raumstation war das. Okay. Schön, schön. Phobos. Und der Weltraumsonde mit Landung. Phobos Landung. So. Und anlegen bitte. Okay, und dann Start, das passt wieder direkt, genau. So, und dann das nächste. Phobos Roboter. Phobos Robo. Da bekommt man ja noch Lust auf Kerbal Space Program hier, bei dem ganzen Kram. So. Ist jetzt wieder was, was nicht unten angezeigt wird? Aus irgendeinem Grund? Ne, doch, das wird unten angezeigt. Das hatte ich schon mehr als bei den Robotern jetzt. Aus irgendeinem Grund. So. Dann ist das auch gestartet. Phobos. Proben. Phobos Proben. So, anlegen. Okay, und ich wünsche dir eine gute Nacht, Malte. Wir wollen jetzt hier. So, hier, genau, kein Fehlschlagsrisiko, Phobos Proben, kann auch losgehen. Das ist doch schön, wenn man nicht viel einstellen muss. So, wir haben bei Phobos. Und dann noch der Roboter und die Proben. Phobos, Robo und Proben. So. Und dann war das Thema Phobos. Ja, kann bestätigt werden. Und dann kommt Deimos als nächstes. Eine Sonde zu Deimos. Deimos Sonde. So. Huch, da ist wohl schon wieder ein Programm erfolgreich. Ah, ein langer Aufenthalt auf der ISS. Schön. Okay, kann auch direkt bestätigt werden. Huch, okay, das ist jetzt wieder ein Aufstand. Das kriege ich doch direkt. So, Deimos. Wie viele sind da unten noch? Ne, das ist ja gar nicht mehr so viel. Okay, Deimos.
Nee, nicht Phobos. Was? Ich mag die Mars, Mond und die Zwergplaneten Eris und Charon. 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 Okay, habe ich auch schon von gehört, ja. Kann ich aber nicht so viel zu sagen. Ich hatte mir mal irgendwann mal so eine Mod für Kerbal Space Program runtergeladen, wo man dann das echte Universum hat, aber so wirklich viel gespielt habe ich das nicht. Weltraumsonde mit Landung, das war das, ne? Genau. Deimos Landung ist das nächste. Deimos Landung. Also. So, dann bringen wir das auch an den Start. Deimos Landung, die kann auch so direkt losgeschickt werden. So, Energie, lass mich nochmal schauen. Das sind doch, genau, da sind wieder die Sachen fertig gebaut worden. Moment. Ich wieder runterscrollen. Okay, so. Wieder 4 Monate, November, Dezember, Januar, Februar, also März vielleicht. Das verwirrt mich immer, übers Jahr hinweg zu rechnen. So, gehen wir die auch nochmal in Auftrag. Aber das mit der Beliebtheit läuft gerade ganz gut. Kommt vielleicht von den erfolgreichen Raumfahrtprogrammen. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann auch wieder für diese Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Wir schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.